Pünktlich erreichen wir Poschiavo, den Hauptort im oberen Puschlav, mit dem Betriebszentrum der Bernina Bahn. Für eine kurze Besichtigung des kleinen Ortes mit seinem südlichen Flair verlassen wir den Zug. Unser besonderes Interesse gilt dem Hauptplatz mit seinen schönen Häusern. Eine über 2 Meter hohe Schlammlawine, ausgelöst durch ein gewaltiges Sommergewitter, wälzte sich 1987 durch den kleinen Ort. Für die Beseitigung der Schäden brauchte man mehrere Jahre. Gleich nach der Bahnhofsausfahrt von Poschiavo beginnt wieder die 70-Promille Steigungsstrecke. Von Tirano nach Poschiavo musste der Zug 544 Höhenmeter überwinden. Weitere 1280 Meter liegen noch vor uns, bis der Zug den Passbahnhof Ospizio Bernina in einer Höhe von 2253 Meter erreichen wird. Wir blicken noch einmal zurück auf Poschiavo, den Hauptort im Puschlav. Privilasco ist die letzte Haltestelle im oberen Puschlav, unten im Tal die Gemeinde San Carlo.
Mit 480 Grad Kehrschleifen, teilweise im Tunnel, führt die Strecke an einem Steilhang hinauf nach Cavaglia, der alten Pferdewechselstation vor dem Bernina Pass. Die Bahntrasse folgt der ehemaligen Kantonsstraße, die auch von den Postkutschen und Pferdekarawanen früher benutzt wurde. Die Haltestelle Cadera. Durch die Bäume erkennt man den natürlichen Stausee Lago di Poschiavo. Noch einmal 480 Grad Kehrschleifen mit überdachten Galerien bringen den Zug sicher nach Alpgrüm, einem wichtigen Kreuzungspunkt der Bahn unterhalb des Palü-Gletschers. Rechts oben im Bild der Palü-Gletscher, unten der zugefrorene Palü-Gletschersee. Dann kommt bald vor dem Bahnhof Alpgrüm die Panoramakehre mit dem großartigen Blick in das Puschlavtal.
Die Panoramakehre mündet direkt in den Kreuzungsbahnhof Alpgrüm in einer Höhe von 2090 Metern. Nach kurzem Aufenthalt fahren wir durch die großartige Bergwelt zum Scheitelpunkt der Bahn am Bernina Pass.